Die neue Fußballsaison startet morgen mit der ersten ÖFB-Cup-Runde. Am kommenden Wochenende sind dann 4 Bundesligisten in der Steiermark im Einsatz. Das ganz große Cup-Los hat der Regionalliga-Aufsteiger Deutsch-Landsberg gezogen. Denn übermorgen Samstag gastiert Meister Salzburg in der Weststeiermark. Meister gegen Meister, der Regionalliga-Aufsteiger aus dem Schilcherland fordert den Brausekönig aus der Bundesliga. Der Deutsch-Landsberger Sportclub hat in Cup-Runde 1 das ganz Große losgezogen. Es wird ein Spektakel geben. Wir spielen 11 gegen 11, kann nicht mehr was passieren. Schöner kann man es nicht erwischen, als einen österreichischen Bundesligameister ziehen mit den Namen, was Salzburg hat, ist echt der Wahnsinn für uns. Für den Kracher gegen die Bullen wurde das Choralpenstadion mit mobilen Tribünen aus der Grazer Stadthalle erweitert. Wir sind bescheidmäßig mit 3.500 Personen limitiert und ich denke, wir werden dorthin kommen. Der DSC möchte den großen Favoriten auf alle Fälle ins Schwitzen bringen. Die Hitze auf dem alten Kunstrasenplatz wird aber beide Teams ordentlich fordern. Ich glaube, wir werden unsere steirische Kraft, alles was wir haben, dagegen stemmen müssen. Sonst wird es richtig schwierig gegen Salzburg, wenn die einmal ins Laufen kommen. Und ich sage, im Cup ist immer alles möglich. Also auch als Underdog können wir die Salzburger vielleicht auch biegen. Gastgeschenke gibt es vorweg keine. Die Sportler von Red Bull mit Schilcher zu empfangen, war jetzt erst einmal der Grundgedanke. Dann haben wir uns aber gedacht, Profisportler mit Alkohol, das wird nicht so ganz kompatibel sein. Wir trinken ja auch immer Red Bull, also als Gastfreundschaft, weil wir natürlich einen Schilcher anbieten. Vielleicht können wir das sogar mischen mit Schilcher Red Bull. Auch nicht schlecht zu trinken. 2:1 für die Schilcher-Truppe, aber in der Hitze wird am Samstag auf dem Platz wohl.